Jetzt kommen wir quasi zu dem zentralen Begriff, mit dem man dann die Qualität eines Algorithmus beurteilt. Meinen Sie, sowas ist interessant, wenn ich so eine Laufzeit hinschreibe, 1, nehmen wir mal sowas hier, 1,73 mal n Quadrat plus 2,51 mal n minus 23,975, wenn wir sowas hätten. Ist das ein erstrebenswertes Ziel? Das heißt also, wenn ich da jetzt eine Eingabe der Größe n reinstrecke, dann kommt da genau das raus. Man muss das n nur groß genug machen, dann ist der Rest irgendwie nicht mehr so richtig relevant. Zum einen wollen wir natürlich das, was wir jetzt zweimal quasi so durchexerziert haben, diese Analyse von diesem Insertion Sort, das wollen wir ja gar nicht machen. Wir wollen ja irgendwie so grob auf so einen Algorithmus drauf gucken und gucken, ja Mensch, was hat denn der für ein Laufzeitverhalten? Ja, aber so eine exakte Analyse, das habe ich ja quasi nur einmal am Anfang gemacht, um Ihnen sozusagen diese Problematik so ein bisschen zu verdeutlichen. In der Regel machen wir das gar nicht. Ja, detaillierte Analyse ist in der Praxis häufig nicht möglich, beziehungsweise irgendwie schwierig zu bestimmen. Und uns genügt eigentlich so eine grobe Klasseneinteilung. Da interessieren uns auch keine Konstanten, wie das jetzt hier beispielsweise der Fall ist, 1,73 oder 2,51, sondern das lassen wir eigentlich alles weg. Denn wenn beispielsweise, wenn wir hier so eine exakte Analyse durchführen würden, ja, und jetzt von einer Maschine ausgehen oder von einer Maschine auf eine andere Maschine übergehen und auf der einen Maschine eine Instruktion, ja, das sind vielleicht irgendwie so High-Level-Instruktionen, auf der anderen Maschine diese eine High-Level-Instruktion durch vielleicht 15 Low-Level-Instruktionen erfordern würde, dann hätten wir auch hier ganz andere Konstanten. Dann steht da irgendwie 1,73 mal 15, kann ich jetzt im Kopf nicht rechnen. Das heißt, da kriegen wir ganz andere Konstanten hier vorne und darum kümmern wir uns um die gar nicht. Die lassen wir einfach weg. Ja? Also, uns interessiert eigentlich eine Darstellung ohne Konstanten und ich schreibe einfach mal untergeordnete. Das heißt, bei den Dingen hier oben, wir würden quasi alles streichen. Das kommt weg, das kommt weg, das hier vorne kommt weg und es bleibt nur das n Quadrat stehen. Das heißt, was man eigentlich möchte, wenn ich hier so mein Laufzeitverhalten von so einer Funktion, von so einem Algorithmus jetzt mal einzeichnen würde, ja hier wieder die Problemgröße, hier die Anzahl der Schritte, ja, und ich da irgendwie hier so eine Kurve oder sowas rauskriege. Diese ganzen Extrempunkte, die ich hier drin habe, die interessieren mich eigentlich gar nicht. Mich interessiert eigentlich irgendwie so eine Funktion, sowas, irgendwie die eine möglichst schön zu beschreiben ist, die möglichst glatt ist und an die sich quasi meine exakte Laufzeit, die Laufzeit meines Algorithmus, wo die sich beide annähern, ja. Wenn hier vorne mal sozusagen diese rote über dieser blauen Kurve ist, das ist jetzt gar nicht schlimm. Aber wichtig ist, es gibt sozusagen eine Position, und das wäre in diesem Fall hier genau diese Stelle. Ja, ab dieser Stelle, für immer größer werdende n, liegt meine Kurve immer darüber. Oder genauso sozusagen unten drunter hätte ich das vielleicht auch gerne. Ja, dann hätte ich hier oben quasi eine obere Schranke. So was möchte ich eigentlich haben. Das heißt, was ich jetzt eigentlich tue, ich versuche für die Laufzeit von Algorithmen letztendlich so eine obere Schranke zu bestimmen. Ja, und wenn ich die gefunden habe, sage ich so, mein Algorithmus ist quasi aus dieser Klasse wie halt gerade meine obere Schranke. Und das kann dann beispielsweise das n-Quadrat sein. Ja, und damit sind wir sozusagen, das nennt man halt so ein asymptotisches Wachstum beziehungsweise asymptotisches Laufzeitverhalten. Man sucht jetzt quasi Funktionen, mit deren Hilfe ich die Laufzeit bestimmen kann oder beschreiben kann, beziehungsweise ich suche eine Funktion, an die sich die Laufzeit meines Algorithmus annähert. Und das ist genau die Definition von dieser Groß-O-Notation. Und zwar, wenn ich eine Funktion g von n habe, dann bezeichnet Groß-O von g von n die folgende Funktionsmenge. Ich hoffe, das können Sie lesen. Die Menge der Funktionen, für die es eine Konstante c gibt, und ein n, 0, aus der Menge der natürlichen Zahlen, sodass dieses f von n für alle n größer n 0 kleiner ist als c mal g von n. Das sieht dann so aus. Das hier, das ist quasi die Laufzeit meines Algorithmus. Und ich suche eigentlich jetzt eine Funktion g suche ich, ich suche irgendwie eine Konstante c und ich suche ein n0, sodass ab diesem n0
dieses C mal G von N immer größer ist als das F von N. Dann machen wir vielleicht einfach mal ein Beispiel zu. Stellen Sie sich vor, das ist meine Funktion, das sei jetzt die Laufzeit meines Algorithmus. Also irgendwie P, Q und R sind Konstanten, also irgendwelche Zahlen. Und dieses T von N sei jetzt die Laufzeit eines Algorithmus. Ja, dann können wir versuchen, das einfach jetzt mal zu vereinfachen. Also ich möchte jetzt irgendwie einen Ausdruck bestimmen, an den sich quasi dieses T von N annähert. Und das soll irgendwie was möglichst Einfaches sein. Das ist mir irgendwie zu komplex hier mit diesen Konstanten und diesem Q mal N plus R, das finde ich alles nicht so schön. Überlegen wir mal. Offenbar gilt ja, für alle N größer 1, dass Q mal N kleiner als Q mal N Quadrat ist. Und ebenso gilt natürlich, dass R kleiner ist als R mal N Quadrat. Das heißt, dann gilt, dass T von N gleich P mal N Quadrat plus Q mal N plus R. Man kann die einfach ganz grob abschätzen. P mal N Quadrat plus Q mal N Quadrat plus R mal N Quadrat. Ja, und das ist gerade gleich P plus Q plus R mal N Quadrat. So, und was machen wir jetzt damit? Was können wir jetzt hinschreiben? So, jetzt hätte ich gerne von Ihnen die Aussage, was ich jetzt über T von N aussagen kann, bezogen auf diese O-Notation. Was können wir jetzt sagen? Hat das irgendwas mit dem zu tun, was ich Ihnen hier hingeschrieben habe? Nun, offensichtlich haben wir doch genau so ein N0 gefunden und so ein C haben wir auch gefunden. Das ist gerade meine Konstante. Das ist mein C. Und mein N0 ist gerade die 1. Ich schreibe das einfach mal hin für C gleich P plus Q plus R und N0 gleich 1 gelten Bedingungen aus Groß O. Das heißt, T von N ist O von N Quadrat. Das heißt, sozusagen die Laufzeit, die wir hier haben, ist aus der Klasse N Quadrat. Ja, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich, weil wir da ja auch ein quadratisches Polynom hatten. Aber wir haben jetzt, ich gehe nochmal zurück auf diese Definition. Ja, wir haben jetzt genau ein so ein C gefunden. Das war das P plus Q plus R. Wir haben ein N0 gefunden, sodass genau diese Bedingung hier erfüllt ist. Und wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, das, was wir hier gemacht haben, gerade diese Abschätzung, das ist natürlich nicht die einzig mögliche Abschätzung. Was könnte ich noch für eine Abschätzung machen? Ich könnte das natürlich auch genauso beispielsweise hier nach N hoch 3 abschätzen. Also ich könnte jetzt genauso mit den gleichen Hilfsmitteln abschätzen. Das schreibe ich mal irgendwie hier hin. T von N ist gleich O von N hoch 3. Oder T von N ist gleich O von N hoch 57. Könnte ich auch abschätzen. Ist das interessant? Ist sicherlich richtig, aber hilft uns das weiter? Ich hätte natürlich schon ganz gerne, sage ich mal, hier so dieses G von N. Das soll natürlich schon möglichst nah dran sein an meiner Funktion, an meiner Laufzeit. Ja, dieses N hoch 3 wäre jetzt einfach ein Stückchen weiter weg. Ja, diese rote Kurve, das war jetzt, sag ich mal, das T von N, was wir da eben hatten. Ja, das blaue ist jetzt beispielsweise das N Quadrat und so ein N hoch 3 beispielsweise, das wäre dann halt irgendwie so. Und das N hoch 57, das wäre irgendwie so. Und ich hätte natürlich schon ganz gerne eine, wo hier sozusagen der Abstand möglichst klein ist. Ich möchte mich also möglichst nah an die exakte Laufzeit meines Algorithmus nähern. Ja, weil sonst bin ich ja zu grob. Ja, ich möchte ja schon ungefähr beschreiben, wie verhält sich denn mein Algorithmus. Ja, darum bin ich also an einer möglichst kleinen oder an einer möglichst exakten oberen Schranke interessiert. So, jetzt habe ich eben auch schon eine Bezeichnung verwendet, nämlich genau das hier, dass man einfach hinschreibt, ja, wenn ich so ein F von N hier habe, sage ich einfach, F von N ist gleich O von G von N. Wobei das natürlich im mathematischen Sinne nicht so richtig korrekt ist. Man müsste eigentlich schreiben, F von N ist ein Element aus O von G von N. Ja, weil das ja im Prinzip eine Menge hier ist. Ja, das ist quasi ein Element daraus. Aber das ist sozusagen die gängige Schreibweise. F von N ist O von G von N. Oder halt Begrifflichkeiten wie G von N ist eine obere Schranke für F von N. F von N ist von der Ordnung G von N. F ist proportional zu G. F hat die Laufzeit O von G. Oder F ist in O von G. All das sind Begriffe, die halt typischerweise verwendet werden. Hier nochmal ein Beispiel. Ja, dieses T von N, das sei die rote Kurve. G von N ist die blaue Kurve.
Ja, und die haben ungefähr das gleiche Wachstum. Und jetzt wollen wir die nochmal irgendwie versuchen nur abzuschätzen. Na, hier ab dieser Stelle, ab n0 gleich 7, verläuft halt das g von n oberhalb von t von n. Das heißt, ab n0 gleich 7 ist g von n immer größer als t. Das heißt, g ist eine obere Schranke für t. Das heißt, das t von n ist in O von G von N. Das heißt nur, es gibt eine Konstante, das wäre in diesem Fall gerade eine 1, C gleich 1, und es gibt ein N0. Und ich habe ein explizites gefunden, das reicht schon aus. Und das ist sozusagen, steckt in dieser Definition mit drin. Gucken wir uns nochmal an. Das heißt ja, umfasst alle, also O von G von N umfasst alle die Funktionen F von N, für die es ein C gibt, eine Konstante, und ein N0, sodass für alle n größer diesem n0 genau diese Relation hier gilt, dass nämlich 0 kleiner f von n kleiner ist als c mal g von n. Und in diesem Fall war jetzt das c gerade 1, ja, weil wir sozusagen das t von n ab dem Wert 7 immer kleiner ist als dieses g von n. Das reicht schon aus. Man schreibt also sowas hin, beispielsweise t von n ist o von n Quadrat beispielsweise. Ja, wenn das in n Quadrat ist, dann ist das natürlich auch in O von n hoch 3. Ja, oder in O von n hoch, was hatte ich eben, 57 beispielsweise. Aber diese beiden Mengen, denn das sind ja Mengen, die sind natürlich ungleich. Ja? Also man kann jetzt nicht sagen, die sind gleich, aber trotzdem schreibt man das irgendwie dahin, weil das ist einfach anders zu lesen. Wenn ich jetzt hier so eine Funktion habe, dann heißt das quasi, das ist ein Element aus der Menge und aus der Menge, ja, weil die Menge einfach darin enthalten ist. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, aber das ergibt sich natürlich dann meistens sozusagen aus dem Kontext. So, und jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, jetzt habe ich ja eben so ein schönes Bild dahin gemalt, und zwar das. Das klappe ich nochmal auf. Jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, ja, diese rote Kurve, das war die Laufzeit meines Algorithmus. Ich hatte diese blaue Kurve, die haben wir jetzt quasi gerade definiert. Jetzt können Sie sich überlegen, na, für das untere wird es wohl auch was geben. Und das ist in der Tat so. Das ist nämlich die Groß-Omega-Notation. Ist genau das gleiche, nur jetzt sozusagen die Schranke von unten. Ja, ist genauso zu lesen. Und das sieht dann so aus. Wir gehen erstmal gar nicht auf die Definition ein. Ja, auch hier gibt es wieder ein N0 und eine Konstante, sodass dieses c mal g von n unterhalb meiner Laufzeitfunktion ist. Ja, und das liest sich halt dann wie folgt. Dieses Omega von g von n ist die Menge aller f von n, für die es ein c gibt, eine Konstante c und ein n0, sodass 0 kleiner c mal g von n kleiner f von n ist für alle n größer n0. Ja, und da sagt man halt entsprechend, das ist eine untere Schranke, genauso wie es halt bei dem Groß ohne obere Schranke ist. Beispiel, es sei wieder t von n gleich pn² plus qn plus r. Jetzt haben wir mal den Fall, dass wir positive Konstanten haben. Ja, wenn das der Fall ist, dann gilt, das ist natürlich dann größer als einfach p mal n². Und daraus folgt dann, dass t von n, ja, was gilt dann für t von n? Wenn wir das hier abgeschätzt haben, dass das gerade in Groß Omega von n² ist. Ja, weil wir haben ein N0 gefunden, das ist nämlich gerade N gleich 1. Wir haben eine Konstante gefunden, das ist das P, sodass das immer größer ist als das. Ja, das heißt, das ist eine untere Schranke für unser T von N. Ja, und das ist genau gleichbedeutend damit, dass wir das in dieser Komplexitätsklasse haben. So, und das dritte, die Groß-Theta-Notation. Das ist, wenn wir quasi das Groß-Omega und das Groß-O zusammennehmen. Wenn wir nämlich eine Schranke von unten und eine Schranke von oben haben. Das heißt, wenn wir eine ziemlich exakte Eingrenzung haben für unsere Laufzeit. Ja, das heißt, hier gibt es zwei Konstanten. Wir haben ein N0, sodass unsere Funktion einmal von unten begrenzen und von oben begrenzen für alle n größer n. Und das sieht dann im Bild so aus. Ja, das heißt, wir haben eine untere Schranke und eine obere Schranke. Und typischerweise ist das die sogenannte asymptotic tight bound, also irgendwie eine enge Beschränkung unserer Laufzeit. Ja, und wenn ein f von n in Theta von groß n, g von n ist, dann ist genau dieses g von n eine untere und obere Schranke für dieses f von n. Und wenn man einen Algorithmus exakt beschreiben will, dann sucht man eigentlich genau
nach dieser Bezeichnung hier, also nach dem Laufzeitverhalten bezüglich dieses Groß-Theta. Noch so ein paar Regeln. Das eine, das ist relativ klar, das liegt fast auf der Hand, nämlich das Groß-Theta von G von N, das ist ja eine Menge, ist gerade die Schnittmenge aus dem Groß-O und dem Groß-Omega. Oder man kann auch zeigen, wenn ich jetzt zwei beliebige Funktionen habe, f von n und g von n, und es gilt genau diese Beziehung hier, f von n ist in Theta von g von n genau dann, wenn das f sowohl in O als auch in Groß Omega ist.